Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen beim ersten Teil meines 5-Tage-Lesen-Projektes. Ja, es ist Freitag, 23.09. Wir haben jetzt fast 9 Uhr morgens. Ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht und werde jetzt frühstücken. Der Kleine ist im Kindergarten. Die Katzen sind versorgt, ich bin so einigermaßen menschentauglich und ja, jetzt ist Frühstückszeit. Normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich Booktube-Videos gucken, aber das passt ja nicht in mein Konzept für die nächsten 5 Tage, also habe ich ein Buch neben mir liegen. Noch erkennt man nicht viel, außer man verfolgt mich auf Instagram. Ja. Natürlich. Der neue Kim Mind Control. Damit geht es für mich los. Ich freue mich sehr darauf. Ich liebe die Geschichte. Ich habe zwar jetzt schon so ein bisschen Angst vor dem Ende, beziehungsweise auch vor der weiteren Entwicklung, weil es eine Sache gibt, die sehr unausweichlich ist, glaube ich. Also da wird auch King nicht irgendwas anderes machen können. Ich glaube, der beabsichtigt das auch gar nicht, sondern er führt den Leser da so ein bisschen auf diesem Weg mit. Und ich weiß schon, am Ende werde ich erstmal nicht filmen können, weil ich da sehr verheult und mit roten Augen, roter Nase da sitzen werde. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Mal gucken, ob es wirklich so wird oder nicht. Ja, jetzt geht es weiter. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben in meinem Notizblock, wie weit ich bin, weil ich ja gucken wollte, wie viel ich pro Tag lese. Also ich fange jetzt bei Seite 237 an. Ja, und werde jetzt erstmal in Ruhe frühstücken, falls es euch interessiert. Falls nicht, zeige ich es trotzdem, mein Frühstück. So sieht das aus. Da hinten liegt noch mein Notizblock. Einmal ein glutenfreies Müsli, beziehungsweise eigentlich Porridge. Da sieht irgendwie komisch aus in der Kamera. Da ein bisschen Obst, Birnen aus dem Garten und gelbe Pflaumen und Kiwi aus der Biokiste. Wasser, damit es noch gesünder ist. Und ein Milchkaffee. Wahrscheinlich werde ich mir gleich noch einen Kaffee machen. Ja. Legen wir mal los und Stephen King, ich freue mich. Ich werde das Buch auch in einer anderen Ecke halten als den Kaffee. Sicherheitshalber nicht, dass da was drankommt. Ja, ich bin schon sehr gespannt. 237, das ist übrigens mein Lesezeichen dazu. Ich fand es sehr passend, könnt ihr das sehen? Schwarz auf weiß, fand ich sehr cool. Ich mag es gerne. Nehme ich ganz gerne für so spannende und blutige vielleicht auch ein bisschen Thriller. Wobei blutig ist nicht, es ist Psycho. Ja, legen wir mal los. Das ist der Start. Hallo meine Lieben. Eine kleine Zwischenmeldung. Wir haben jetzt ziemlich genau 12 Uhr. Und ich habe gerade mal 40 Seiten gelesen. Und zwar hat es einen ganz, ganz einfachen Grund. Ich war so hundemüde, ich habe die letzten Tage recht schlecht geschlafen und war so müde, dass ich dachte, okay, ich lege mich hin und schlafe ein bisschen. Ja, und das habe ich auch getan und habe 2 Stunden am Stück durchgeschlafen. Ja, anscheinend hatte ich es nötig. Naja. Dadurch bin ich natürlich nicht weitergekommen im Buch und auch nicht weitergekommen bei meiner Hausarbeit. Ja, ist dann so. Jetzt hatte ich mir noch ein Käffchen gegönnt und ein paar Seiten gelesen. Ja, also ich bin jetzt nicht viel weitergekommen. 42 Seiten insgesamt und 12 Uhr, ich habe noch 2 Stunden Zeit, bis ich den Kleinen abholen muss. Also wird es Zeit, dass ich ein bisschen fleißig bin. Ich muss jetzt ein bisschen was tun und werde jetzt mich dem Haushalt kümmern. Um den Haushalt kümmern, so. Und ja,
Damit ich da auch mein Projekt weiterverfolgen kann, werde ich dabei ein Hörbuch hören. Und zwar mein aktuelles, ich kann es euch zeigen, ich bin perfekt vorbereitet. Von Richard Castle, Frozen Heat. Das ist der vierte Teil der Nicky Heat-Reihe von dem fiktiven Autor Richard Castle. Ich mag die Bücher sehr, sehr gerne. Ich habe sie jetzt alle als Hörbuch gehört. Das ist jetzt Band 4. Vertont wird das Ganze von David Nathan, was definitiv ein Pluspunkt ist. Und sie sind ganz witzig, auch ein bisschen spannend, machen auf jeden Fall Spaß. Mir fehlen, oder ich habe jetzt so circa die Hälfte durch. 7 Stunden 40 Minuten brauche ich noch. Und wo steht denn, wie viel ich schon gehört habe? Aus. Also, ja, circa die Hälfte. Ich glaube, etwas mehr als die Hälfte fehlt. Ja, und jetzt bietet sich das an beim Staubsaugen, Aufräumen, Wäsche etc. Mache ich das Hörbuch an und der Kater sitzt vor mir und guckt ganz erstaunt, was ich denn hier mit diesem merkwürdigen Ding tue. Möchtest du einmal in die Kamera gucken? Wahrscheinlich nicht, ja. Er ist nicht so der auf den Arm Kater. Da ist die Katze ein bisschen besser für geeignet. Könnt ihr euch mal zeigen, die zwei. Jetzt kratzt er. So, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ja, wo ist er denn da? Hallo Horst. Hi. Ja. Ja, ihr habt richtig gehört, unser Kater ist Horst. Und da ist die Katze, die schläft. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Ja. Lexi. Hey. Lass mich schlafen, lass mich in Ruhe. Ja, das ist eine Schmusekatze. Ja, hi. Guck mal dahin. Hat keine Lust. Katzenleben, ne? So, bis später. Die nächste kleine Rückmeldung. Wir haben jetzt 16.40 Uhr und ja, ich habe sturmfrei. Ein merkwürdiges Gefühl einerseits, aber auch schön, jetzt diese Ruhe ein bisschen genießen zu können und Zeit für mich genießen zu können. Es ist ja selten, aber es tut immer wieder gut. Mein Sohnemann wurde von der Oma abgeholt und die beiden freuen sich jetzt auf schöne lange Zeit zusammen. Kommen dann erst morgen, Nachmittag, morgen Abend irgendwann wieder. Ja, ich meine, wir haben uns alle immer gefreut auf Zeit mit den Omas. Ist einfach etwas Besonderes, etwas Tolles und ja, Paul freut sich auch. Ich habe mir jetzt hier einen Kaffee gemacht. Nummer 3 für heute. Ein bisschen kräftiger und ein bisschen Nachtisch dabei. Ferrero-Küsschen mit weißer Schokolade. Der fokussiert gar nicht, also machen das die Profis nicht. Ja, genau. Ferrero-Küsschen mit weißer Schokolade mag ich sehr gerne. Und ich habe mir jetzt hier 2 Stückchen hingelegt und werde es beim Kaffee genießen. Und da liegt hier natürlich ein Buch. Wieder immer noch Stephen King Mind Control. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin jetzt auf Seite 279. Ich bin so zwiegespalten irgendwie. Das finde ich ganz merkwürdig. Einerseits liebe ich diese Geschichte und finde sie großartig. Andererseits stört mich irgendwas und ich kann gar nicht genau sagen, was. Ich glaube, mir fehlt wie beim zweiten Teil, so in der Mitte des Buches, einfach so ein bisschen Action, so ein bisschen Handlung, dass einfach irgendwie irgendwas wirklich mal passiert, dass es mal knallt. Das fehlt mir so ein bisschen. Es ist mir, glaube ich, ein wenig zu ruhig. Manchmal finde ich das sehr gut, aber ja.
Ich meine, es ist ein King, es ist die Bill Hodges Trilogie, da gibt es Möglichkeiten zum Knallen. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Beim letzten Update habe ich ja gesagt, dass ich mit der Hausarbeit loslege und ein Hörbuch höre. Ich war knapp, ich habe mein Handy jetzt nicht hier, knapp 2 Stunden beschäftigt. Habe alles Mögliche hier im Haus in Ordnung gebracht. Dementsprechend auch fast 2 Stunden Hörbuch gehört. Ich bin sehr begeistert. Also ich finde es wirklich klasse. Ich mag den Humor immer noch gerne. Das Einzige ist halt wieder so ein leichten Verschwörungstheorien-Touch, sage ich mal. Nicht extrem, aber so ein bisschen ist einfach nicht mein Thema. Ich mag es nicht gerne, es ist noch auszuhalten, aber naja. Mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, ob ich heute überhaupt noch Hörbuch hören werde. Ich lese jetzt erstmal und trinke meinen Kaffee. Oh, lecker, lecker. Ich bin ein Kaffee-Junkie, ganz schlimm. Und, ach egal, unser Kater sitzt vom Fenster und das muss ich euch zeigen. Er sieht nämlich wirklich klasse aus. Großartig, oder? Ist ganz entspannt. Was willst du? Ich bin beschäftigt. Ach, Katzenviecher. Ja. Dann bis bald. So, ich denke, ich schätze das letzte Update für heute, für den ersten Tag. Ja, ich bin jetzt sehr entspannt und vielleicht so ein bisschen durchgewuselt. Ich komme gerade vom Yoga. Das war wieder der erste Kurs nach den langen, langen Sommerferien. Wir hatten fast 4 Monate Pause. Ja, es war wieder schön, in einer Gruppe auch mal Yoga zu machen. Das finde ich immer ganz nett. Nicht nur alleine irgendwie in seinem Zimmer, sondern auch mal in unserer netten, schönen, kleinen Gruppe. Ja, jetzt bin ich recht entspannt. Merke aber auch körperlich, das war nicht ohne. Das war wieder ganz nett. Und ja, hab jetzt Hunger. Jetzt gibt es Abendessen. Habe mir eine Tiefkühl-Tomatensuppe mit Paprika, Zwiebeln, Gemüsegedöns fertig gemacht und werde die jetzt genießen und mir schmecken lassen. Und dazu gibt es den King. Ja. Ich habe noch recht genau 200 Seiten vor mir, also ich bin jetzt auf Seite 326, Kapitel 13 in dem aktuellen Abschnitt. Es passiert einiges und auf mich hatte so ein bisschen die Wirkung, als ob der finale Showdown jetzt so anfangen würde, aber dafür sind ja doch noch zu viele Seiten vor mir. Ich bin jetzt gespannt, was King da so daraus macht. Mal gucken, ob ich mich jetzt auch ein bisschen besser konzentrieren kann. An sich habe ich heute ja wirklich nicht viel geschafft. Zum einen durch mein Schläfchen heute Vormittag. Da waren ja ganze 2 Stunden, die ich ja eigentlich gelesen hätte, dann weg. Und ja, die Hausarbeit, da habe ich ja Hörbuch gehört. Das zählt auch. Aber ich habe jetzt richtig Lust, mich ganz entspannt aufs Sofa zu setzen und ja, weiterzulesen. Ich esse jetzt meine Suppe und mache es mir dann gemütlich. Ich denke mal, dass ich mich auch nicht mehr melde. Vielleicht mache ich 1, 2 Fotos, die ich dann dahinter hänge, mal schauen. Sonst, ja, verabschiede ich mich jetzt erstmal mit dem ersten Lesetag. Ja, ich glaube, ich muss mich dann selber noch so ein bisschen finden in diesem ganzen Programm und mal gucken, wie es morgen weitergeht. Ja, jetzt sage ich euch schon mal bis morgen, hoffe ich. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr jetzt unten in den Kommentaren eure Meinung zu King
kommt und ja, was ihr so über mein Projekt denkt. Und ja, ich kann auch nicht mehr reden. Wir haben jetzt 8:45. Ich bin jetzt auch durch für heute. Jetzt wird nur noch gelesen. Ganz in Ruhe. Ja, mal gucken. Vielleicht komme ich ja jetzt so richtig abends in so einen Lesefluss. Ich bin ja eh meistens ein Abendmensch. Und dann kann ich mir auch vorstellen, weil ich weiß, morgen kann ich ausschlafen, da wird keiner um 6 Uhr morgens ankommen und sagen, Mama, Mama, ich bin wach. Vielleicht mache ich ja durch und lese das Buch zu Ende. Mal schauen. Da bin ich da rebellisch, wie in meinen jungen Jahren. Ja. Katze macht Theater. Kriegt wahrscheinlich gleich auch ihre 5 Minuten. So, in diesem Sinne, gute Nacht, bis morgen. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Ciao.